Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed 2. Ja, mit einer schneeweißen Weste geht es heute hier weiter mit den Auftragsattentaten. Und wir beginnen mit folgender Mission. Showtime, einer der Schurken, welche die Condottieri anheuerten, die Florenz angriffen, wurde gefunden. Der Mann geht jeden Tag in der toskanischen Landschaft spazieren, legt ihm bei den Ruinen des römischen Amphitheaters einen Hinterhalt. Lorenzo. Amphitheater, alles klar. So, hier sind wir schon und ich sehe auch, dass der Bereich hier überdurchschnittlich gut bewacht ist. Warum auch immer. Gut, das heißt, wir machen uns hier erstmal ein bisschen Platz. Damit wir hier nicht gleich vom nächstbesten Gegner wieder rausgezogen werden. Und dann, dann legen wir uns auf die Lauer. Hier sind zwei Typen und die sind genau hier unter diesem Bogen. Da sind sie. Nun komme ich an die leider nicht ran. Die vier Typen da vorne sind auch mies. Aber so gesehen eigentlich eher kein Problem. Den hier will ich noch unbedingt wegmachen. Ja, komm, geh weiter, geh weiter. Die paar Schritte. Lokalisiert? What? Das Ziel töten. Oh lol, der Typ da. Ja, okay. Hier, das machen wir auf die einfache. Und zack und raus aus dem Gebiet. Ich gebe zu, die Pistole ist jetzt nicht mein liebstes Assassinen-Gadget. Unter anderem, weil sie auch so laut ist und so viel Aufmerksamkeit erregt. Aber wenn man mal eine Mission schnell beenden muss, es ist schon ein tolles Gadget. Und ich bin wieder ich bin jetzt wieder genau in die falsche Richtung gerannt. Ich hätte in die andere. Ich hätte rechts um die Stadt rumgehen müssen und dann wären wir bestimmt so ziemlich instant bei einem Eingang gewesen. Ja, wobei, hat jetzt gar nicht mal so lange gedauert. Ja, dann machen wir mit dem nächsten Auftragsattentat direkt weiter. Wo ist denn... Oh, nee, das war's. Das war's schon. Ja, das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Dann... Wenn ihr keinen Luxus wollt, dreht besser um. Dann gehen wir jetzt erstmal in Richtung Florenz und ich weiß nicht, ist in diesem kleinen Zwischengebiet zwischen Florenz und Venedig, gibt es da noch was?
Weiß ich nicht. Müssen wir überprüfen. So, wenn ich jetzt hier entlang gehe, dann müsste ich wieder in das Gebiet kommen, wo wir mit der Kutsche gefahren sind. In die Berge. Ja, bitte. So. Okay, hier gibt es auf jeden Fall schon mal Schatzkisten oder Schätze zu finden. Und da unten geht es in die Romagna Forli. Ich sagen, laufen wir das Gebiet hier doch mal ab. Weil so unfassbar viel gibt es hier dann doch nicht. Und ich meine, sowas wie Federn oder Glyphen, das hören wir ja auch. Da hört man ja auch dieses Glitzern. Sieht hier dann aber doch so aus, also wie hier schon fertig wären. Dann reiten wir mal weiter. Also allzu viel dürfte es hier ja eigentlich nicht geben. Bei den Bäumen vielleicht? Irgendwo ein Secret? Nee. Hi, hi. Sieht ehrlich nicht so aus. Hier ist eine Schatzkiste. Mitten auf dem Weg, die nehmen wir mit. Mal lauschen. Aber ich höre hier nichts. Ja, dann gehen wir weiter. Hier zu dem Haus hoch. Nein. Ich kann nicht zum Haus hoch. Das heißt, das hier ist wirklich nur hier dieser Weg. Und das vereinfacht mir ehrlich gesagt vieles. Das heißt, ich muss mich gar nicht so stark nach links und rechts drehen, um alles zu sehen. Weil ich da sowieso nicht hinkommen würde. Okay. Ja gut, trotzdem lohnt es sich natürlich, diesen Weg hier zumindest einmal nach dem Story-Abschnitt abzugehen oder abzureiten. Um halt die ganzen Schatzkisten und so mitzunehmen. Gut, und außerdem, wenn wir irgendetwas übersehen und in den Städten fertig sind, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen.
Falls es hier doch noch irgendwo irgendetwas gibt, was ich jetzt aber ehrlich nicht annehme. Ruhig, ruhig. Oh, das ist aber doch schön. Bisschen kantig und bisschen eckig an manchen Stellen, aber doch sehr, sehr schön. Das hier sieht so aus, als ob hier etwas sein könnte. Ja. Hier ist auch definitiv was. Ah. Und hier über diesen, über diese kleine Mauer komme ich nicht hoch, weil da eine unsichtbare Wand ist. Aber hier über diesen kleinen Weg komme ich hoch. Alles klar. So, was gibt's hier? Jetzt kann man doch hier entlang? Nee. Bis hierhin und nicht weiter. Aber warum? Nochmal die Gegend abchecken. Hier ist ein Apfelbaum oder Orangenbaum. So, dann ist hier noch eine Kiste. Und dann geht's hier rauf auf den Turm. Auf den Turm. Ja. Mal rundherum abchecken, ob hier nicht doch irgendwo eine Glyphe oder sowas versteckt ist. Sieht aber gut aus. Okay, gehen wir hoch. So, hier kommen wir auch schnell wieder runter. Sehr, sehr angenehm. Dann will ich wieder aufs Pferd rauf. Und dann geht's weiter nach unten. So. Ja, hier sind wir soweit durch. Da hinten ist eine Brücke. Kein Glitzern, keine Truhen, keine Glyphen, keine Federn. Hier ist ein Secret. Kiste. Oh.
Kann ich hier noch weiter hoch? Nee. Hey, hey! So, jetzt sollten wir eigentlich auch gleich fertig sein. Da kann man bestimmt nicht runter. Nein, 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 nein. Da kann man nicht runter. Ruhig, ruhig. Nee. Hm? Stopp, Kiste. Und weiter. So, jetzt sollten wir bald aber wirklich am Ende angekommen sein, oder? Geht's nochmal rein für ein paar Kisten. Die nehmen wir noch mit. Da kann man nicht hoch, das sehe ich schon. Hallo. Ist aber idyllisch hier. Ein richtig idyllisches Plätzchen. Wirklich, wirklich schick. Kiste. Danke. So, dann gibt es hier runter noch eine Kiste. Dann wollen wir zurück auf den normalen Weg. Und dann gehen wir weiter nach Forli. Oder war es das hier noch nicht? Doch. Oder auch nicht? Nee, ganz ehrlich, dafür, dass das hier so nur so ein kurzes Stück ist, geht das hier doch. Ich möchte sagen, länger als erwartet. Hier runter vom Pferd, danke. So, jetzt aber, oder? Das ist jetzt safe, der letzte Abschnitt. Ja. Ja, 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 okay.
Ein kurzer mehr oder weniger Stadtabschnitt. Schick. Hier nehmen wir uns die erste Kiste. Dann sehen wir uns hier kurz um. Man kann tatsächlich hinter das Haus. Aber hier ist nichts. Sehr unterhaltsam. Hier geht's dann schon ins nächste Gebiet. Hier ist sonst nichts mehr. Oder sagen wir so, es würde mich sehr stark wundern, wenn hier noch irgendwo was wäre. So, hier noch die letzte Kiste. Das sollte es jetzt gewesen sein. Zur Kirche kommen wir nicht hin, genau. Das ist Sperrgebiet. Was ist das hier, oder? Apenninen. Ich habe hier alles abgegrast. Ich habe alle Kisten geholt. Viel mehr gibt es hier, denke ich, nicht. Fehlende Einträge in Florenz? Aber ich war doch in Florenz überall, oder nicht? In Venedig fehlen auch zwei. Gut, aber bei Venedig sind wir ja noch nicht fertig. In der Toskana habe ich alles. Und Romagna fehlt was. Aussichtspunkte, geheime Orte. Schätze. Lorenz habe ich alle. Und Regioni habe ich alle. Toscana, San Gimignano habe ich. Apenninen habe ich. Romagna Forli und Venedig. Kurier fehlt mir noch was, aber nicht hier. Attentat fehlt mir noch ein bisschen was, aber nicht hier. Rennen fehlt mir noch was, nicht hier. Schlägerei fehlt mir was, nicht hier. Federn.
Florenz, Monteregioni Vela, Toscana San Gimignano, Romagna Forli, Venedig. Keine Apenninen. Das ist gut, das heißt, hier gibt es keine Federn. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier dann... Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Und beim nächsten Mal... Womit machen wir beim nächsten Mal weiter? Eigentlich könnte ich hier in Forli weitermachen. Ja, hier fehlen uns auch noch ein paar Aussichtspunkte. Hier gibt es wieder neue Aufträge. Nach Venedig. Und hier gibt es ein Assassinengrab. Wisst ihr was? Wir machen beim nächsten Mal hier in Forli weiter. Und wir starten mit... Oh, hallo? Wir starten mit... Ich glaube, es wird das letzte Assassinengrab sein, das uns noch fehlt. Ja... Weil danach, dann müssten wir eigentlich 6 von diesen Gräbern gefunden haben. Mhm. Ja. Ich hole mir jetzt hier noch schnell diesen einen Aussichtspunkt. Und dann würde ich sagen, geht es erst beim nächsten Mal weiter. Dann dafür aber direkt am Anfang mit dem Assassinengrab. Ja. So machen wir es, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein. Es würde mich sehr, sehr freuen. Forli ist auch so ein Ort, in dem haben wir ja, so ziemlich nichts gemacht. Gut, aber für heute war es das dann. Vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.